Herzlich willkommen bei Weton in der Bauelementeabteilung. Ich will ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber... Machen Sie sich keine Sorgen, unsere Türen sind sicher. Diese Tür zum Beispiel hat ein verdeckt liegendes Bandsystem, einen Connect-Übergang sowie ein motorisch betriebenes Schloss mit 5-fach Verriegelung. Das ist schon mal sehr gut. Wir suchen auch noch einen Parkettboden der Firma Solid Floor. Auch das ist kein Problem. Hier sehen Sie die große Auswahl von Solid Floor. Parkett, Laminat und Vinyl, Bodenbelege für Ihr gemütliches Heim. Haustüren und Innentüren mit einer großen Auswahl an Türgriffen und Drückergarnituren. Garagentore, Nebentüren, Feuerschutztüren, WPC-Gartenzäune und Terrassendielen. Weton. Bauelemente und Bodenbelege in großer Auswahl für Ihr Zuhause. Boah, du kriegst die Tür nicht zu. Herzlich willkommen an der Faulbacher Straße in Hadamar zum Saisonauftakt der Lotto Hessenliga. Der SV Rot-Weiß Hadamar empfängt den Aufsteiger TuS Dietkirchen. Mit der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte holten sich die Jungs vom Reckenforst nicht nur den Kreispokal. In der Relegation gelang ihnen Anfang Juni auch der Aufstieg in die höchste Amateurspielklasse Hessens. Für so ein besonderes Spiel haben wir uns auch einen Experten eingeladen, den Florian Dembewoll. Flo, danke, dass du uns zur Verfügung stehst. Du warst ja bei beiden Vereinen lange Trainer, in Dietkirchen länger als in Hadamar. Wie sieht es emotional bei dir aus, sage ich jetzt mal? Ja, ich hatte bei beiden eine erfolgreiche Zeit, aber klar, Dietkirchen ist mein Heimatverein und ich bin dort aufgewachsen. Und immer, wenn ich nach Dietkirchen fahre, ich fahre ja auch immer 2 bis 3 Mal die Woche zu meinen Eltern und das ist einfach meine Heimat. Traust du den Dietkirchen heute Abend hier was zu, eine Überraschung, ein Punkt oder sogar ein Sieg? Ja gut, in der Vergangenheit hat man ja immer gesehen, auch im Pokal, klar, im Pokal herrschen ja andere Gesetze, sagt man immer so schön. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Dietkirche die Hadamarer schlagen können. Zumal ich von den Hadamarer Neuzugängen jetzt also keine kenne. Deswegen kann ich eigentlich noch kein Urteil darüber bilden. Und ich lasse mich da heute auch einfach überraschen. Es kann sein, dass da auch ein paar gute Spieler dabei sind, aber haben auch natürlich viele gute Leute verloren, gerade in der Offensive. Und deswegen bin ich gespannt, was die Hadamarer in der Offensive bieten. Und die Dietkirche haben sich halt in der Defensive verstärkt. Und deswegen denke ich, dass sie hinten, hoffe ich, stabil stehen werden und wenig zulassen. Und vorne sind die Dietkirche eigentlich immer für ein Tor gut. Und deswegen würde ich mich freuen über einen knappen Sieg für die Dietkirche. Gut, dann jetzt noch Ergebnistipp heute Abend. 2-1 für Dietkirchen. Rot-Weiß Hadamar hat den Weggang vieler Offensivkräfte zu beklagen. Torjäger Yves Böttler wechselte nach Fulda-Lehnerz zur SG Barockstadt. Und der junge 22-jährige Jan Bangert spielt in der neuen Saison in der Regionalliga Südwest beim FC Gießen. Man darf gespannt sein, wie die Fürstenstädter diese Verluste wegstecken und welche Offensivkräfte noch verpflichtet werden. Hadamar war bestrebt, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen, fanden aber trotz der routinierten Spielweise gegen die massiv tiefstehenden Dietkirchener keine überzeugenden Mittel und Wege, zum erfolgreichen Abschluss zu kommen. Die Jungs vom Reckenforst spielten zunächst sehr vorsichtig und abwartend. Man merkte ihnen den Respekt vor ihrer ersten Aufgabe in der höchsten Amateurliga an. Dann in der 9. Spielminute ein langer Ball von Dimter auf Yuki Noguchi. Niklas Schmidt erkämpft sich erfolgreich den Ball, doch lenkt er ihn unglücklicherweise direkt in den Lauf von Raymond Aschenkewitz. Und Keeper Raphael Laux bleibt nur noch die erfolgreiche Fußabwehr. Die dicke Richer schienen zunächst nur darauf bedacht zu sein, die eigenen Reihen sauber zu halten. Angriffe ihrerseits waren Mangelware. Pässe in die Hälfte der Rot-Weißen waren ohne Überlegung oder einfach zu ungenau. 19. Spielminute. Neugebauer auf Noguchi. Er hat Zeit, sich den Ball zurechtzulegen und flankt in den Strafraum. Mirko Dimter sieht seine Chance kommen, doch Raphael Laux hat den Braten gerochen und rettet die Situation. So langsam verliert der TuS den Respekt vor den Rot-Weißen und gewinnt mehr und mehr Spielanteile. Zuckriegel gelingt hier die Balleroberung ein ums andere Mal, kommt frei zum Schuss und verfehlt die kurze Ecke nur um wenige Zentimeter. Die Fürstenstädter machen aber weiterhin Druck auf das Tor von Raphael Laux. Hier versucht Jonas Herdering, das runde gefühlvoll über den Keeper zu lupfen, gibt ihm aber doch noch zu viel Druck mit und schlänzt den Ball über das Tor. Dann ist es wieder Noguchi, der den Ball auf Jerome Tsai flankt. Der zieht stramm ab, zu zentral auf Laux, der seinen Kasten mit einer Faustabwehr abermals sauber hält.
Dann ein sehr schöner Spielzug der Dickericher. Marco Müller auf Jason Schäfer. Zuckriegel sieht Müller durchlaufen. Dem fehlt aber der Mut und wohl auch die Kraft zum Abschluss und steckt nicht hart genug auf Zuckriegel durch und vergibt so eine gute Chance zum Führungstreffer eine Viertelstunde vor der Pause. Ecke für die Rot-Weißen, ausgeführt von Jerome Tsai. Der Ball fällt Mirko Dimter direkt vor die Füße. Der bekommt das Leder aber nicht richtig unter Kontrolle und lenkt den Ball über das Tor. So ging nun eine erstaunlich unspektakuläre erste Spielhälfte zu Ende. Du hast so den Stein oder den Weg des Erfolges so begonnen mit Tustitkirchen. De Wörsi hat es dann übernommen. Und ja, hättest du das dem Verein jemals zugetraut, dass die mal in der Hessenliga spielen? Ja, schon, weil die Jugendarbeit hervorragend ist. Ich glaube, das ist so die Basis. Ja? Also das ist langfristig gesehen, das haben wir damals schon gesagt. Ja, Peter Schmidt hat das ja auch mit aufgebaut. Das ist ja auch einer, der lebt den Fußball. Und von daher war ich eigentlich überzeugt davon, dass man das irgendwann schaffen kann. Ich glaube, sie haben in Wörsi genau den richtigen geholt. Einen erfahrenen, noch einen Ex-Profi, der einfach auch den Fußball lebt. Und ich denke, er hat, glaube ich, bewiesen, was er kann. Und viele haben ihm ja nachgesagt, dass er mit jungen Spielern nicht kann. Ich habe mich da auch ein bisschen von verleiten lassen, von den Vorurteilen. Aber jetzt im Nachhinein muss man einfach sagen, der hat hervorragende Arbeit geleistet. Die Jungs lieben den. Und wenn er jetzt noch die Klasse hält, können die dem Denkmal dorthin bauen, glaube ich. Kommen wir nochmal kurz zu Rot-Weiß-Hadamar. Deine Zeit war hier wesentlich kürzer als in Dietkirchen, aber auch sehr erfolgreich. Was hast du noch so für Erinnerungen in Hadamar jetzt so rückblickend? Ja, natürlich hatte ich hier auch anderthalb Jahre eine schöne, eine erfolgreiche Zeit. Klar war es auch sehr intensiv mit Hauptberuf, ja, mit Hausbau, das alles unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, das Schönste, was wir erreicht hatten, war das Hessenpokalfinale. Sind leider etwas bitter im Elfmeterschießen gescheitert, aber da hatten die Jungs wirklich eine riesen Leistung vollbracht und da bin ich denen bis heute noch dankbar. Ja. Die zweite Spielhälfte gestaltete sich nun wesentlich ausgeglichener, auch wenn es zunächst den Rot-Weißen mit Raymond Aschenkewitz beinahe gelang, den Führungstreffer zu markieren. Doch auch diesmal gelang es Raphael Lauch, sein Tor sauber zu halten. Die Wörsdörfer Elf hatte die Scheu vor dem vermeintlich starken Gegner abgelegt und spielte nun aufgeweckter und mutiger. 4 Minuten nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit servierte Kevin Kratz eine maßgerechte Flanke auf Jason Schäfer, der den Ball am überraschten Keeper Strauch vorbei ins Netz zum 0:1 köpfte. Diese Schmach wollte die kühne Elf nicht auf sich sitzen lassen. Ein langer Pass, zentral in die Tiefe, landete bei Jerome Tsai. Nils Bergs war machtlos gegen den laufstarken Tsai. Keeper Laux kommt viel zu weit raus. Doch Tsai zieht den Ball noch zu weit nach innen und circa 1 Meter am leeren Tor vorbei. Doch auch die Elf vom Reckenforst zeigte nun schönen Kombinationsfußball. Marco Müller flankt nach außen auf Zuckriegel. Müller gibt Zeichen. Zuckriegel spielt zurück in den Lauf von Müller, doch leider ein wenig zu weit vor das Tor von Christopher Strauch, der sich den Ball aus der Luft holt. Beinahe hätten hier zwei Dickericher die Abwehr der Fürstenstädter ausgehebelt und ihre Führung ausgebaut. Der Elf von Trainer Stefan Kühne lief die Zeit davon. Dieser Schuss von Herdering war zu schwach und bereitete Laux kein Problem. Der Freistoß von Jerome Tsai ließ den Dickericher Fans noch einmal das Herz in die Hose rutschen. Doch so sehr sich die Rot-Weißen auch bemühten, mit dem Abpfiff war die Sensation perfekt. Dietkirchen gewinnt sein erstes Spiel in der Lotto-Hessenliga mit 0:1 gegen die Elf von Rot-Weiß-Hadamar. Letztere mussten enttäuscht feststellen, gegen die Defensive des Neulings kein probates Mittel gefunden zu haben. Thorsten Wörsdorfer durfte sich zu Recht über diesen gelungenen Auftakt seiner Mannschaft freuen.
Ich denke mal, ein Spiel mit zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit war Hadamar klar überlegen, hatte einige bessere, gute Chancen auch. Da hatten wir so das notwendige Spielglück auch, im letzten Moment immer die Chancen dann zu vereiteln. In der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, uns so ein bisschen an die Situation der Oberliga gewöhnt, haben auch schneller Fußball gespielt. Erste Halbzeit haben wir wenig gezeigt von dem, was wir eigentlich können. Ganz so schlecht sind wir fußballisch auch nicht, wie der eine oder andere denkt. Aber wir haben dann auch das notwendige Glück gehabt mit dem schönen Kopfballtor von Jason Schäfer. Ich denke mal, der hat gezeigt, dass er nicht nur ein junger ist, sondern auch ein richtig guter. Und die Mannschaft in der zweiten Halbzeit mit viel Herz und mit viel Leidenschaft den Sieg nach Hause gebracht. Unterm Strich aber ganz schön Teppich bleiben. 3 Punkte, wir brauchen noch 39. Das war heute schon mal ein wichtiger Sieg. Und ich denke mal, von daher gut, ist das ein schönes Start ins Wochenende für uns. Aber nichtsdestotrotz ganz ruhig bleiben. Erstmal Glückwunsch an Tusti Kirchen. Im Fußball ist es so, am Ende zählt, wer die Punkte hat. Und ihr habt jetzt Tusti Kirchen. Glückwunsch nochmal. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sage, wir müssen in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon 4 Tore machen. Ja. Jeder hat eine andere Ansicht, das ist meine Ansicht. Nichtsdestotrotz, im Fußball ist es so, am Ende zählt, wer gewonnen hat, das hat die Kirchen. Ich kenne Thorsten Mössel jetzt auch schon ein bisschen länger. Und da ist, glaube ich, auch ein respektvoller Umgang. Auch wenn es hier eine sehr große Rivalität ist, ich wünsche die Kirchen trotzdem, dass sie drin bleiben, weil ich glaube, solche Derbys. Das wollen wir alle sehen. Und in 3 Wochen können wir es wieder wegmachen. Da wollen wir das Spiel auch wieder gewinnen. Für uns ist es jetzt so, dass wir am Sonntag direkt das Pokalspiel haben. Wir können direkt dann wieder ein Erfolgserlebnis holen. Und dann schauen wir weiter.